Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Forbidden West. Wir haben im letzten Part diese mühsame Jagdquest gemacht. Wir müssen die jetzt noch abgeben mit bei Chetaka. Du bist zurück. Wo ist Draka? Nur etwas später. Ah ne, Draka war es, Entschuldigung. Ich habe ein bisschen Gepäck mitgebracht. Sie hat die Maschinenherzen, auch vom Donnerkiefer. Du hättest die Flamme sehen sollen. Hier, zur Erinnerung an unseren ruhmreichen Aufstieg. Und was für ein Sieg. Das Kommando wird sehr erleichtert sein. Bring sie so schnell wie möglich nach Brennspeer und sag der Kommandantin, wie viele dafür starben. Jägerin, können wir reden? Gerüchte haben den Westen erreicht. Es heißt, du benutzt nicht nur Bogen und Speer, sondern auch eine Art zweites Gesicht. Besonders, wenn es irgendwie um die Alten geht. So kann man es auch sagen. Es stimmt also. Du hast meinem Clan sehr geholfen. Aber unsere Probleme lassen sich nicht so leicht lösen, wie Draka meint. Dein zweites Gesicht ist genau das, was wir brauchen. Worum geht es denn genau? Nicht hier. Such mich in Brennspeer. Ich erkläre dir alles. Ich komme so bald wie möglich. Gut. Der ganze Clan braucht dich. Sie brauchen mich, okay? Ja. Ihr Pech, würde ich mal behaupten. So, wir haben wieder 4 Fertigkeitspunkte zum Vergeben. Gucken wir mal, ob ich bei der Jägerin nochmal was vergeben kann. Da muss ich hier... Was ist das hier? Powerschüsse. Gibt 3 Powerschüsse mit 150% Schaden. Okay. Dafür muss ich aber das hier noch lernen. Ausdauerndes Feuer für den Bolzenschießer. Oder die passive Stärkung, stelle Konzentration wieder her, machen wir. Kostet 2 Punkte und hier, das kostet dann 3 Punkte. Gut, und dann habe ich nochmal 2 Punkte, die kann ich vielleicht bei der Kriegerin einlösen. Energetisiere deinen Speer schneller oder verursache mit Resonat. Ja, den Speer schneller energetisieren ist sicher nicht schlecht. Weil der Resonatorstoß macht... Der kann dann doch ordentlich helfen. So, zeig mal hier. Das habe ich zum Beispiel gelernt. Ah ja, gedrückt. Ja, ich kann mir diese all die Kombos nicht merken. Wir haben eine neue Nebenquest. Die Wunde im Sand. Ist 500 Meter entfernt. Da ist dann Brennspeer. Okay. Könnten wir eigentlich da hingehen? Dann haben wir wieder eine neue Stadt freigeschaltet. Hier in der Nähe müsste doch noch ein Außenposten sein. Da. Rebellen-Außenposten. Den könnten wir noch erledigen. Uns hier mal so ein bisschen umgucken. Ich denke, das ist doch kein schlechtes Ziel für heute. Geben wir uns mal zum Rebellenlager. Da es kein Außenposten ist, müsste es eigentlich angenehm sein. Zum Erledigen. Ja, ich sammle hier mal noch alles ein. Die ganzen... Heilsträucher, weil wir haben im letzten Fight gegen diesen Donner irgendwas sehr, sehr viel Heilbeeren verbraucht. Daher lieber alles mal mitnehmen. Was ist das da hinten? Das sind Lagerfeuer. Und die haben Maschinen da, okay. Ah ja, das sind da die, das sind die das Rennen machen. Okay. Ich war aber noch gar nicht beim Lagerfeuer, ha? Nee, ich bin nicht zum Rennen hier. Ich bin hier, um wegzureiten. Für das Rebellenlager. Das müsste hier hinter diesem Berg sein.
So ist es. Ich muss den Anführer erledigen. Es ist jetzt doch ein Außenposten. Es sind ein paar, hm? Mit Säuremunition geht das hier schnell. Ja, so schnell wird das dann doch nicht gehen. Nehmen wir das Zeugs mit, keine Ahnung, was es mir bringt. Okay. Ich markiere mal alles, was ich sehen kann. Was doch ein größerer Außenposten, ha? Und guck mal. Wenn er sich noch ein bisschen dreht, könnte ich ihn erledigen. Okay, viel Damage habe ich ihm nicht wirklich gemacht. Ach, je. Ja, okay. Ah, das wird wieder einen ordentlichen Kampf geben. Voilà. Okay, ich muss gut zielen, ja. Ach, das sind die schon wieder mit den Laserpistolen. Na gut, komm. Ich muss da seine blöde Kanone weghauen. Die muss weg. Schon wieder keine Munition. Ja, aber wenigstens mache ich ihm gut Damage. Ich frage mich, ob ich seine Kanone überhaupt abschießen kann. Komm schon. Nochmal Munition herstellen. Oh Mann, ey. Das macht schon ordentlich Damage, wenn ich da von den Dingern getroffen werde. Come on. Wieder keine Munition. So viel zum Säureschaden. So, komm jetzt, hau weg das Zeug. Voilà. Ich nehme mal den Bogen. Macht ja ein bisschen mehr Damage. Sehr gut. Und jetzt noch einen Treffer. Und er ist erledigt, sehr gut. Dann der nächste. Was ist denn jetzt los? Sehr gut. Sehr guter Damage. Nächste Maschine erledigt. Ach du Scheiße. Wer war das denn? Der da? Okay, bitte heilen. Wo ist der Heiltrank? Da. Da oben ist ein Gegner. Ja, das war gar nichts. Gegen was sind die denn anfällig, die Menschen? Gegen Säure? Komm schon. Das war ein guter Treffer. Oh, mach mal ein bisschen Damage hier, Aloy. Auf den Kopf, komm. Immer auf den Kopf zielen. War alles, was ich hatte. Ja, dann. Alter, die gehen hier auf meinen Stürmer drauf. Das kann ja nicht sein. Lass den mal in Ruhe hier. Sag mal. Geht's noch? Wow, 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 wow. Komm schon. Sehr gut. Hoppala. Man sollte halt schon auch treffen.
Sehr gut. Und heilen. So, wo sind die nächsten? Ja, da oben könnte das nächste Ziel sein. Oh, sehr guter Treffer. Bisschen Munition herstellen. Wo ist er hin? Da. Ach, shit. Was ist mit meinem... Shit, der ist ja wieder am Arsch. Komm, ich repariere dich schnell. Ich will nicht, dass du kaputt gehst. Keine Lust, wieder einen Stürmer zu überbrücken. Sag mal. Da unten ist auch einer, lol. Hohoho. Next. Ja, ja. Ihr seht mich nicht, keine Angst. Ist er tot? Ja. Oh, treffsicher bin ich. Jetzt leben noch zwei. Da oben sehe ich welche. Wofür sie wohl die ganzen Maschinen eingesetzt haben. Guter Treffer. Alles verbraucht. Ja, dann mach halt noch mehr. Sehr gut. Ein Schuss noch. Und da ist sie weg. Jetzt lebt nur noch er da. Und wahrscheinlich der Kommandant. Genau. Warte mal. Wenn alle gerade schon tot sind, bis auf die anderen, sammle ich schnell das ganze Zeug hier noch gemütlich ein. Alles plündern. So. Da ist noch einer. Die Scherben kann ich brauchen, weil da muss ich ein paar aufgeben für die Reparatur meines kann doch nicht sein, dass ich keine Beeren mehr habe. Zeig mal. Rohstoffe. Nahrungsrohstoffe. Habe ich keine Beeren mehr. Krass. Die sind ja wirklich sehr, sehr rar. Metallbiss, was auch immer das sein soll. Hier, komm. Sammel ein. Das willst du definitiv noch brauchen, Aloy. Irgendeine Spur? Oh ja, guck mal, da ist ja noch einer. Guck mal her hier. Gar nichts ist hier, Regala. Munition leer. Komm schon. Oh. Sehr gut. Keine Ahnung, was mir die Kakteen bringen. Aber ich nehme es mal mit. Der Anführer hat langsam bemerkt, dass hier irgendwas faul ist. Okay. Das war nicht so viel Damage. Was hat der, ein Granatenwerfer? Ja, hat er. Okay. Wo ist er? Da oben. Guter Treffer. Ach du Scheiße. Okay. Gehen wir mal hoch da. Oh, wow, 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 wow. Mach ihn kaputt hier. Sehr gut. Da ist er weg, der Anführer. Einer müsste aber noch leben. Oder habe ich... Nee, den habe ich auch getötet. Okay. Ja, sehr gut. Dann sind alle tot. Wie sehen die Identifikationsmarken aus? Ich weiß, dass die Nacktsoldaten welche tragen, aber nie so viele. Die ja, das sagst du jedes Mal. Ich nehme sie erstmal an. Ich entscheide später, was ich damit mache.
Ich weiß ja nicht, was sie mit denen machen, aber ich denke mal, verkaufen wäre sicher eine Möglichkeit. Wenn die Wache mich sieht, schlägt sie Alarm. Ich muss vorsichtig sein. Wo siehst du denn noch eine Wache? Hä? Lebt noch einer? Vielleicht hier oben? Nee. Hä? Ist das da eine Strickleiter? Aloy, ich glaube, hier lebt niemand mehr. Wir haben sie alle erledigt. Von daher... können wir die ganzen Sträucher hier einsammeln. Das ist sehr gut. Da brauche ich jeden einzelnen davon. Aber sowas von. Oh. Was liegt denn hier? Ah, das ist da sein Inferno-Bombenwerfer, heißt's. Das ist für mich einfach ein Granatenwerfer. Hier noch mehr Sträucher. Lagerfeuer. Wenigstens schon mal den Fortschritt gespeichert. Es geht nicht, warum auch immer. Hier. Felswand, Rotdorn. Müsste hier nicht noch ein paar Soldaten liegen zum Plündern. Hier zum Beispiel. Gesundheitstrank, sehr gut. Hier ist noch einer. Sonst habe ich sie alle erledigt, hab. Gut, warte mal. Kann ich das noch runterschießen? Jawohl. So, wieder ein bisschen Munition herstellen. Alles schön voll ist. Ja. Sehr gut. Dann sind wir sogar schon fast in Brennspeer. Ich würde aber sagen, nach Brennspeer gehen wir im nächsten Part. Denn für heute ist erstmal genug. Ich bedanke mich beim Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.